So, liebe Freunde, willkommen zu einem kurzen Infovideo, denn Eve Echoes, der mobile Ableger von dem mittlerweile 17 Jahre alten Spiel Eve Online, vielleicht haben es die einen oder anderen schon gehört, startet morgen in die letzte Beta-Phase vor dem Release Mitte August. Und hier sind nochmal die letzten Infos. Ihr seht es bereits, es wurde vor wenigen Minuten gerade angekündigt. Wenn du noch in die Beta möchtest, dann ist das auf jeden Fall noch möglich für iOS. Das heißt, für iPhones, für Android sind leider schon die Plätze belegt. Es waren, glaube ich, 100.000 Beta-Plätze für Android und iOS. Und wer heute vor 12 Uhr sich registriert hat, der ist auf jeden Fall sicher im Test. Alles andere aber nochmal in der Videobeschreibung unter diesem Video und jetzt hier in diesem kurzen Video zum Anschauen, was gibt es für wichtige Fragen. Also, morgen startet der letzte Test vor dem Release und zwar 8 Uhr, 1. Juli und 8 Uhr UTC ist halt auch 8 Uhr deutscher Zeit, Sommerzeit und ich werde natürlich den Discord-Link und Facebook-Link auch nochmal posten. Ihr erhaltet auch bei der Vorregistrierung eine E-Mail, wenn ihr natürlich mit drin seid in der Beta. Ansonsten wird das nochmal veröffentlicht auf dem offiziellen Discord-Server von Eve Echoes und natürlich auch bei Facebook. Dann gibt es folgende neue Sprachen, die es ja sonst noch nicht gab. In dem letzten Dezember-Test gab es nur auf Englisch und mittlerweile sind wir jetzt angelangt bei Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch. So wird dieser Test monetarisiert werden. Das ist jetzt noch nicht drin, also zumindest die Monetarisierung an sich ist noch nicht drin. Plex ist aber ganz neu, ist auch mit drin. Und wie wird das denn funktionieren? Es gibt ja verschiedene Abstufungen, dazu bringe ich nochmal extra Videos. Also keine Angst, ich bringe zu Eve Echoes, wenn du Interesse daran hast, eine ganze Menge Infovideos von dem Start des Spiels über Monetarisierung und wie man die Karrieren so ein bisschen starten kann im Spiel. Also es gibt wie auch im Eve Online mehrere unterschiedliche Monetarisierungsmöglichkeiten. Du kannst mit, ist Free to Play natürlich eingeschränkt möglich, auch wie das große Spiel als Alpha-Klon. Dann gibt es zwei verschiedene Omega-Klone, dazu dann später aber mehr. Und diese Plex, die du dann dafür eintauschst, kannst du einfach im Spiel erwerben für, die werden dann gestreut einfach. Und mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Mehr Infos darf ich ihm ab morgen dann auch erst rausgeben. Das bedeutet, du hast ein bisschen Geld verdient im Spiel mit ISK und kannst dir von ISK dann diese Plex kaufen. Mit dem Plex kannst du eben dann dein Omega-Klon einfach mal freischalten. Und dann hast du quasi die Premium-Variante mit Ingame-Währung im Spiel freigeschaltet. So, es gibt natürlich eine Beschleunigung. Der Test dauert übrigens 10 Tage, wenn ich es noch nicht erwähnt habe. Man hat ja vorher gedacht, eine Woche, ist ein bisschen knapp, aber 10 Tage ist nicht allzu lange, aber kann man gut reinschnuppern und sich gut einige Sachen angucken. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es gibt eine Beschleunigung des Fortschritts und so weiter. Normalerweise ist es so, dass man Minimum 30 Skillpunkte pro Minute bekommt und jetzt ist das natürlich alles wahnsinnig beschleunigt für den Test ab morgen. So, und wir sehen jetzt hier, wir erhalten pro Tag maximal 1,5 Millionen Skillpunkte. So, und dann gibt es natürlich einen Bonus für ISK, also zum Beispiel, wenn man Rats, also Piraten, jagt. Und 20-facher Bonus für ISK, 20-facher Geschwindigkeit beim Herstellen und auch Materialeffizienz, das bedeutet alle möglichen Industriezweige. Reverse Engineering ist mit drin, das heißt Blaupausen erforschen und so weiter und eine Erfolgsrate eben das 5-fache gesteigert. So, Vergleich zum letzten Test. Die Leute haben sich ja wahnsinnig beschwert und finde ich auch richtig so. Ich freue mich groß darüber, dass jetzt Corporations und auch Contracts, also Verträge im Spiel sind. Das bedeutet, wir können endlich nicht nur eine Flotte eröffnen, sondern auch eine Corporation, können dort auch mit einem Corporation-Hangar eine Art Möglichkeit, ist es zumindest ein bisschen zum Traden. Die Entwickler haben das ja doch sehr eingeschränkt, um Real Money Trading, also das ein bisschen zu unterbinden später für den Release und da muss man gucken, wie sich das so angleicht, was man genau mit der Corporation machen kann. Dann aber ab morgen für euch mit exklusiven Infos
und Inhalten auf meinem Kanal. So, und ja, wie gesagt, ihr bekommt eine E-Mail, das war es auch schon an Infos von diesem Bericht hier. Man sieht es jetzt schon hier. Tja, die Minimum-System-Voraussetzung iPhone 7 und höher wäre empfehlenswert und iPad Mini 5 und höher. Darüber ist es beim Android Version 5 und höher. Ansonsten sieht man jetzt hier zum Beispiel die Prozessoren. Ich mit meinem Xiaomi Mi Mix 2 ist es glaube ich auch schon 3-4 Jahre alt, habe damit gar keine Probleme, läuft stabil auf 30 FPS, mehr geht nicht im Spiel. Und ihr solltet euch auf jeden Fall hier durchschauen, welchen Prozessor ihr habt, beziehungsweise ob ihr auch nicht schon euer Smartphone hier findet. Und dann ist alles klar. Also ab morgen mehr von Eve Echoes ab 8 Uhr deutscher Zeit könnt ihr einsteigen, wenn ihr drinne seid. Ihr könnt jetzt immer noch für iOS euch registrieren. Die Plätze für Android, die sind bereits belegt. Wenn du vor heute 12 Uhr dich registriert hast, bist du auf jeden Fall drin. Dann ist dein Platz reserviert und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Du solltest auf jeden Fall hier bei mir abonnieren und die Glocke nicht vergessen, denn du erhältst dann automatisch neue Infos zu neuen Videos. Und wie gesagt, ich bin offizieller Content Creator von Eve Echoes mit einigen anderen fremdsprachigen YouTubern, Streamern und so weiter. Und wir werden regelmäßig exklusive Inhalte bringen und natürlich auch alles an Infos und Inhalten zu Eve Echoes. Also solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Wir sehen uns morgen früh in Eve und viel Spaß und fly safe.